Hallo zusammen, hier ist euer Ark9917 mit meinem neuen Let's Play Projekt. Ihr habt es gerade gesehen, Trauma Center New Blood. Ich habe es im Ankündigungsvideo schon angesprochen. Wir werden das ganze Ding hier jetzt mal auf Vordermann bringen. Nunchuck ist angeschlossen. Machen wir noch kurz ein Bell um meinem Arm. Drücken wir schon mal. Published by Nintendo. Ja, ihr dürft mir jetzt beim Operieren zusehen. Ich sag nur, Dr. Ark9917, bitte in die OP. In die OP. Ja. Hochintelligent, wie immer. Da ist es. Trauma Center. Wir machen ein neues Spiel. Das Ganze ist nicht blind. Ich spiel's auch auf normal. Ich hab's schon öfter gespielt, wie ihr seht. Da ist es schon 13 Stunden lang. Und der andere zockt da aus. Wir überspeichern verdiente Datei. Ich spiele sehr gerne. Gerade mit mehreren Leuten macht es viel Spaß. Wenn man zu zweit einfach mal ein bisschen rumpfuscht. Ark 9. Ah, fick. Ficken. Ark 9. Wir sind jetzt Ark 9 heute ausnahmsweise. Da ist noch so ein Zettel am Mannschaft. Ja. Wir wollen beginnen. In diesem Spiel gezeigte Figuren und Ereignisse sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten zu realen Personen sind nicht vorhanden und ich weiß nicht, was da steht, weil ich nicht so schnell lesen kann. Alaska. The frigid northern extremity of America. Come April. The harsh winter begins to loosen its grip on the land. The seemingly endless nights grow shorter. Day by day, and the frozen wilderness starts to thaw. In the heart of this majestic setting lies a small town not far from Fairbanks, whose weary inhabitants eagerly await the arrival of spring. Montgomery Memorial Hospital watches over the town like an open, and in this remote hospital toil two doctors, who are about to be swallowed by the jaws of fate. Ja, diese zwei erste spielen wir. Prolog. Aber zu uns alle. Prolog haben wir gerade. Mache ich hier Anleitungen? Nee. Ich erkläre es euch. Eine neue Episode steht zur Auswahl. Sie können nun die Handlung fortsetzen. Um die Schwierigkeit einzustellen, stellen Sie wie verwendet blablabla. Um die Spielerzahl zu ändern, stellen Sie blablabla. Will keiner wissen, wir wollen spielen. Episode starten. Ich werde durchgehen als Dr. Bond spielen. Ich zeige sie euch gleich beide nochmal. Aber jetzt machen wir erstmal die Tutorial-OP. Ziemlich einfach. Und ich bin wieder ruhig. Hurry, Val! The patient's a 40-year-old male. He has a gash on his chest and he's losing blood fast. How was he injured? He ignored the tour guide's warning and picked a fight with a grizzly. His blood pressure is 70. His heart rate's 130. And he's lost consciousness. Got it. Can you hear me? We're going to take you into the hospital. My name is Valerie Blaylock. I'll be treating you. Don't worry. You've been badly injured, but it's not hopeless. In fact, you're quite lucky that there are two skilled doctors in a remote place like this. Yep, I've confirmed the patient's blood type and blood count, Dr. Vaughn. Do we have enough blood on hand? If not, then make arrangements. Have Eric make a quick trip to the blood center. Now, what about the x-rays? It looks like he has two broken bones. We'll have to rebuild them. Nurse, have an ample supply of antibiotic gel ready. It's hard to believe, but situations like this don't seem to faze me anymore. And here I thought I was gonna be able to kick back and enjoy the northern lights every night. Oh, quit your whining. Doctor, the patient's vitals are dropping. All right, let's get down to business. I have dinner reservations. Ja, SOP geht direkt los. Wir spielen auch nur die OPs. Zwischendrin haben wir die Sequenzen. Wir haben jetzt Risswunden im Brustbereich, müssen vernäht werden. Rekonstruktion der Unterarmknochen erforderlich. Ihr seht jetzt hier am Zeitlimit von 5 Minuten, wenn ich es nicht schaffe, habe ich die OP verkackert. Das ist nicht so leicht teilweise. Es gibt schwere OPs. Die Vitalwerte sind 55. Fällt der Vitalwert auf 0, stirbt uns der Patient weg. Wir müssen den Vitalwert oben halten. Let's begin the conference.
So, Vorbesprechung noch. The patient has suffered a large laceration extending from his right shoulder to his chest. Wie ich schon gesagt habe, da oben sind die Risswunden, wo man jetzt Verletzungen hat. He also has a compound fracture. Da unten ist der Bruch am Arm. The bone fragments seem to be aggravating the surrounding tissue. Ja, scheinen um Gewebe zu reizen. Zwei Ziele. Blutung. Is to retrieve the bone fragments, reform them and set them in place. Und die Knochen wieder zusammenzusetzen. Das Blut wird wohl nicht so bald hier ankommen. Und zwar kein sofort davon. Einverstanden. Okay. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Dr. Marcus Vaughn, 31 Jahre alt, und Valerie Blaylock, 28 Jahre alt. Ich werde mit Dr. Marcus Vaughn operieren. Auch genannt, liebevoll für mir, Dr. Tyram. Ist ein kleiner Insider. Beide haben einen Unterschied, da möchte ich aber noch nicht drauf eingehen, weil wir denn innerhalb der ersten OP sehen werden. So möchte ich dann nicht verletzen. Wir nehmen Dr. Vaughn. Time is of the essence. Let's get started. Okay. Wer immer mal Dr. House sein wollte, für den ist das Spiel wirklich das Richtige. Hier sieht man die OP-Umgebung und die Wunden. Okay. Let's begin the operation. The patient's vitals are low. Ich kann jetzt verschiedene Sachen benutzen. Ihr seht links unten, hier, die Auswahl. Ich habe Zeit, hier, es geht schnell. Momentan kann ich nur die Vitalspritze nutzen, aktuell. Spritzen wir ihn. Und ihr seht, die Vitalwerte steigen. So haben wir ihn jetzt hoch genug, damit wir ihn besser operieren können. Jetzt machen wir erstmal noch einen Vitalwert hoch. Wir können ihn spritzen, wo wir wollen. Jetzt müssen wir Wunden vernähen. Nimm Nadel und Faden. Du sollst so Zickzacklinien ziehen, egal wie. Aber ihr seht jetzt, hier sind noch kleine Wunden. Die müssen wir jetzt auch noch versorgen, aber die können wir nicht nähen. Da haben wir antibiotisches Gel. Da machen wir einfach bum, bum und bum. Und schon ist der Patient gehalten. Jetzt müssen wir uns an den Arm wagen. Knochenbruch. Ihr seht, ich muss hier jetzt einen Schnitt setzen. Dafür muss ich erstmal desinfizieren mit dem Gel. Dann einen Schnitt setzen mit dem Skalpell. Und hier sieht man seinen tollen Unterarm. Den müssen wir reparieren. Heißt, wir brauchen Forceps, die Pinzette. Ich hoffe, ihr habt eine ruhige Hand gehabt. Ich habe schlecht geschlafen, wie ich schon gesagt habe. Klapp. Klapp. Mausspack. Maus. Natürlich die Maus. WFB. Okay. Jetzt müssen wir es sehr heilen. Okay, der Knochen ist verzogen. So. Ja, komm. So. Jetzt fängt das Puzzeln an. Wir müssen ihn wieder zusammenbauen. Das wird sehr lustig. Wo kann das sein? Da oben. Da. Also, durch Nutzung der WFB kann ich jetzt auch durch Drehen der Fernbedienung das Ganze hier etwas ersetzen. Wir bauen die Vitalwerte. Komm, hoch mit dir. Also durch Bewegen der Wii-Fernbedienung kann ich die Knochenteile drehen. So, jetzt hier. Ah, ich muss da meinen ganzen Arm ganz schön verrenken zum Teil. Da. Das kann ich so leicht gerade. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Okay, der Knochen ist fertig. Und hier fehlt nur das letzte Stück. Perfekt. Geh drüber. Und es passt. Wir nähen ihn wieder zu. OP geschafft. Jetzt suche ich das zunehmen. Nicht sonderlich schwer. Ideal. Zugenäht. Danach müssen wir Gel drüber, damit wir denn hier etwas desinfizieren. Und dann kann die Bandage drüber. Gut, ja, bisschen verzogen. Aber wir haben die erste OP gemeistert. Also vom Grundsatz her
ist das Ganze ein Geschicklichkeit. Spiel. Geschicklichkeitsspiel. Ja, schlechter Rang. Praktikant. Ich muss dir einiges erklären. Die OPs laufen fast immer gleich ab. Ich werde jetzt bei den Zwischensequenzen in Zukunft einfach ruhig sein. Dass ihr das Ganze in Englisch hört, ich finde es da recht gut synchronisiert und Untertitel haben wir auch. I'll transfer the patient to room 3. He'll need to remain here for about 5 days. Should I send a bill for a guided tour of Montgomery?